Ich habe mich beim letzten Mal dazu entschieden, hier meine Basis zu bauen. Und naja, bislang ist hier nicht sehr viel. Aber wenn ich mich jetzt umdrehe, ist da eine... Ja, es ist ein Erdhügel, worin ich etwas gebaut habe. Das Ganze halt abgestützt mit Steinen und so weiter und so fort. Hier noch einen kleinen Ausblick. Genau. Also es ist halt von außen einfach wirklich ein Erdhaufen. Und teilweise sieht es da ein bisschen Stein drunter ist. Ja, es gibt einen kleinen Kamin. Und genau, wir schauen mal rein, wie es innen aussieht. Das Ganze ist ziemlich offen, was eigentlich für eine Hardcore-Welt dumm ist, weil man da überleben muss. Aber naja, ist egal. Dunkle Wand, da ist der Kamin. Hier haben wir ein Gemälde. Hier haben wir drei Rüstungsstände, einfach weil ich Platz hatte. Ein paar Kisten, Steinschneider und halt hier in die Ecke dann da unser Bett. Genau, das habe ich gebaut. Das ist unsere Basis hier. Von hier aus wird es losgehen. Beim letzten Mal habe ich gefragt, was ich mit diesen drei Diamanten mache, die ich gefunden habe. Aufgrund eines Kommentars, den ich jetzt hier einblenden werde, ja, werde ich eine Spitzhacke machen. Ich habe großes Glück gehabt, dass es so ein sinnvoller Kommentar war, weil es hätte sein können, dass jemand gesagt hat, mach 5 Plattenspieler und dann hätte ich 5 Plattenspieler gebaut. Ich habe auch nicht genug Eisen für einen Eimer. Das ist halt das große Problem an diesem Spot. Man muss halt Ewigkeiten runterlaufen, um irgendwie Wasser zu bekommen oder halt irgendwo hinzugehen. Aber das war beim letzten Mal so ein großer Erfolg war mit der Interaktion, würde ich auch sagen, auch für diese Folge gibt es eine kleine Frage, was ich machen soll. Ich würde sagen, die Frage ist einfach nur, was hier noch fehlt, was ich noch bauen sollte für diese Basis. Ob man irgendwie, keine Ahnung, so einen coolen Steg hier rausbaut auf die offene Fläche oder irgendwas dergleichen. Ja, lasst euch was einfallen, würde ich sagen. Schuhe sind angezogen und ich habe einen Eimer. Ich würde das Wasser holen, um mir hier wenigstens ein Beet zu machen, damit ich Sachen pflanzen kann. Ich habe noch Melonen. Okay, immerhin etwas. Ansonsten würde ich sagen, wäre der Plan für heute, dass ich eventuell, glaube ich, ein Dorf suche, damit ich mir da verzauberte Sachen holen kann. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ein paar verzauberte Bücher und so weiter und so fort. Oh, Eisen. Das nehme ich mit. Und jetzt muss ich den ganzen Weg wieder nach oben gehen. Ach man. Aufzug nutzen wir. Okay, wir müssen immerhin uns ein ganz klein wenig uns um Nahrung kümmern. Ich nehme mein Bett mit. Brauche ich noch irgendwas sonst? Nö, brauche ich nicht. Dann gehe ich jetzt auf große Reise. Brauche ich wirklich nichts? Nee, brauche ich nicht. Ich gehe jetzt auf die Suche nach einem Dorf. Das wäre, glaube ich, das Sinnvollste, was ich machen sollte. Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Ich würde mal sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich irgendwas Cooles gefunden habe. Das ist natürlich... Ja, ich mache da einen großen Bogen um die herum. Nee, da bin ich raus. So krass, dass es so nah ist. Die haben Hörner. Nee, egal. Ich mache mich weiter auf die Suche. Langsam geht mir das Essen aus, aber wir haben da vorne ein Dorf. Es ist perfekt. Gold. Na hallo? Ich klaue hier nichts. Ich darf das. Karotten, mega. Es gibt einen Braustand hier. Nehme ich den mit? Aber warum nicht? Zack. Ja, ist ja schon gut. Wir haben definitiv erstmal genug zu essen. Ich finde, das ist sehr viel wert. Was haben wir hier? Ein Pfeilmacher. Oh, die sind stark. Die sind super. Da kann man einfach ganz viel Farben, ganz viele Emeralds kriegen. Wir haben einen Färbetyp. Das heißt, ich kann irgendwo Lehm suchen. Jetzt auch Wasser in der Nähe. Das ist sehr gut. Exzellent. Okay, also wir haben einen Plan. Wir fällen Bäume, kriegen Emeralds durch Sticks. Hier ist ein Tulpenwald, das ist auch voll schön. Durch den Mauer können wir ebenfalls ganz viele Emeralds bekommen. Und mit den Emeralds hole ich mir eine Rüstung, verzauberte. Wahrscheinlich, vielleicht. So, ich habe es ein bisschen gefarmt und dann habe ich auch weitere Feuersteine mir geholt, damit ich noch einen Fletching Table machen kann. Mein Inventar ist so voll, Hilfe. Ah, da hinten ist einer. So, komm hier. Na, ja, er will's. Na, alles gut? Ja, er verkauft Pfeile. Perfekt. Okay, Hilfe. Okay, das wird ziemlich am Mess jetzt. Wo bist du hin? Hey! Das ist ein lustiger Trade, weil man kann die da traden, dann nochmal traden. Das ist eigentlich voll cool.
Oder wenn er damit interagiert, müsste es ja eigentlich auffüllen oder so, ne? Ach, ich weiß es nicht. Er hat interagiert. Ja, es klappt wirklich. Boah. Ich hole mal ganz kurz Keys. Ich möchte mal gerne wissen, wie stark dieser Trade ist. Du willst traden? Ja, finde ich gut. Okay, bringt überhaupt nichts. Ich glaube, ich komme erstmal, gehe erstmal zum anderen. Und ich will dich. Haben Sie kurz Zeit? Ich würde sagen, der Stand der Dinge ist, ich habe ganz viele Emeralds. 44. Die werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal ausgeben, um eine Rüstung zu holen. Oder eine Waffe. Ich weiß nicht genau, was von beiden ich mache, aber keine Ahnung, kann man gerne in die Kommentare schreiben, würde ich sagen. Und ja, das war an sich, würde ich sagen, sehr erfolgreich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.